Ja, wir glauben, dass die Zukunft, insbesondere die Energiewende, aber auch das Wachstum in der Stadt, stellt uns vor neue Herausforderungen. Wir werden auch die Infrastrukturen an die neuen Herausforderungen anpassen müssen. Und insofern muss es neue Überlegungen geben, neue Aktivitäten geben, um in der Stadt die Infrastrukturen auch für die Zukunft mitzugestalten. Ich glaube sicherlich, dieses enorme Wachstum, was wir in der Stadt zu verzeichnen haben, das hat in der Form keine andere Stadt. Und wir haben sehr, sehr hohe Klimaschutzziele in Berlin. Und die Kombination macht es eben so spannend, dass wir praktisch aus diesen beiden Trends es schaffen, die Systeme für die Zukunft dann so anzupassen, dass sie auch genau diesen Anforderungen entsprechen. Ich glaube, Erdgas ist sicher eine gute Lösung, weil wir befinden uns im Moment genau in der Energiewende und wir sind sicher, dass wir mit dem Energieträger Erdgas für die nächsten Jahre einen wesentlichen Beitrag leisten können. Energiewende heißt nicht nur Kernkraftwerke abzuschalten, sondern heißt insbesondere CO2-Reduktion und da kann Erdgas einen wesentlichen Beitrag leisten. Wir haben eine Vielzahl noch von Ölanlagen in der Stadt, wir haben viele alte Kesselanlagen und damit lässt sich sehr schnell und mit einem vertretbaren Aufwand, den sich dann jeder auch leisten kann, lassen sich hohe Klimaschutzziele erreichen. Nein, ich glaube, es ist immer wieder interessant, dass das Thema Energiewende mit zu beobachten und zu schauen, wo die Trends hingehen. Und insofern glaube ich, es ist ein laufender Prozess mit immer wieder neuen Ideen und immer wieder neuen Vorstellungen. Also insofern ist es wirklich, es ist ein Prozess, der gestaltet werden muss. Es gibt auch heute nicht die eine Lösung, das eine Ziel, sondern es wird eben permanent dran gearbeitet. Und da ist das auch ein super Forum, um sich hier auszutauschen und auch mit allen Betroffenen, mit allen Bürgern in Kontakt zu treten. Ein interessantes Forum, was alle Themen abdeckt. Und einfach diese Tage hier zu nutzen und sich mit den unterschiedlichsten Themen zu beschäftigen und auch für die Berliner und Berlinerinnen zu öffnen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein, dass sich also hier wirklich alle mit beschäftigen können, dass die Fragen gestellt werden können, dass also jeder zu jedem einen direkten Kontakt hat. Ich halte das ganz wichtig insgesamt in der Kommunikation, auch zur Energiewende, zu all den Themen, also weg vom theoretischen Reißbrett, rein in die Diskussion. Ich halte das für einen ganz wichtigen und richtigen Ansatz.